Jetzt haben wir hier das Junk-Trio und damit keine Missverständnisse entstehen, das Ganze hat jetzt nichts mit Müll zu tun, sondern hat welche Bedeutung? Das ist eine Wortneuschöpfung quasi aus Funk und Jazz, also Jazz-Funk, deswegen Junk-Trio. Also genau, also das spiegelt quasi das wieder, was wir eigentlich hauptsächlich machen. Und die drei stellen sich jetzt mal eben persönlich vor. Ich bin der Fabio Tramafier aus Oberhausen. Und du spielst welches Instrument? Schlagzeug. Ich bin Seven Ischek aus Duisburg und ich spiele Bass. Ich bin Samuele Frio und spiele Klavier und bin aus Duisburg. Und ihr habt gerade den Preis, den Förderpreis der Köhler-Ausbach-Stiftung 2015 erhalten. Ja, was bedeutet so ein Preis denn für euch? Ja, also ich denke, das ist so ein Preis erstmal halt, natürlich ist es eine sehr, sehr gute Förderung. Halt auch durch das Preisgeld, was man bekommt, halt ja, dadurch sehr, sehr viele Sachen auch ermöglicht zu bekommen. Und die zweite Sache ist halt, dass man dadurch auch, denke ich, selber wächst an der Erfahrung, die man hier sammelt, indem man sich auf die auf den Wettbewerb vorbereitet. Okay, was bedeutet die Musik denn für dich? Musik? Also ich wieder. Das ist eine große Frage. Reisensprung. Ja, Musik bedeutet für mich wirklich, also es ist schwierig in Worte zu fassen. Ich trage auch immer die Kette bei mir, darauf steht Life is Music. Ja. Und ich bin damals wirklich in schwierigen Zeiten an die Musik gekommen und das bedeutet für mich viel mehr als einfach nur Musik zu machen. Also ich verbinde das mit Leben, ich verbinde das mit Sprache. Musik ist für mich einfach eine Sprache, wodurch wir uns ausdrücken können. Also wirklich, das Emotionen, die man rüberbringt, die kommen bei den Leuten an, egal welche Sprache man eigentlich spricht. Ja. Und so wie man in der Musik lernt, finde ich, wächst man auch allgemein im Leben. Man lernt neue Sachen dazu, man lernt mit sich selbst umzugehen. Und jetzt ist man hier bei diesem Preis der Köhler-Ausbach-Stiftung ja aus der Vergangenheit in erster Linie natürlich klassische Sachen gewöhnt. Aber ihr habt ja jetzt ganz was anderes gemacht, aber nichtsdestotrotz hatte ich zumindest das Gefühl, das Publikum hat ziemlich begeistert darauf reagiert. Oder das war ja doch, das war eine Abwechslung, ne? Okay. Und der Spaß, sag mal, der war also auch irgendwo zu spüren. Das war nicht nur das Publikum, sondern ihr hattet auch Spaß. Ja, natürlich immer. Okay. Was ist denn so die besondere Herausforderung für einen Drummer, wenn er da so auf einer klassischen Bühne steht? Leise spielen. Gute Frage. Ja, genau. Ja. Leise spielen vor allen Dingen und trotzdem den Groove zu halten, das ist immer das Schwere. Also den Groove dabei zu halten beim sehr leise Spielen halten. Okay. Ja. Wie alt seid ihr eigentlich so? Ja, ich bin 15. Ich bin 18. Okay. Und was habt ihr so bisher für eine Vorausbildung? Ihr kommt alle von der Musik- und Kunstschule, verstehe ich richtig? Ja, also ich habe mit 6 eigentlich angefangen, Trompete zu spielen. Danach ging das bis ich 12 war und ich habe aber mit der Zeit dann gemerkt, so ja, okay. Und dann gingen die Booster aus, aber die Kraft in den Fingern wurde größer, oder? Ja, so in etwa. Also ich habe dann irgendwann gesehen, dass das einfach nicht mein Instrument war und mit 10 habe ich dann angefangen, Klavier zu spielen. Ja, erstmal autodidaktisch und ja, dann hat sich eins zum anderen alles ergeben und dann war ich mit 14 in der Stufe. Okay. Ja. Und ich glaube, bei dir ist das eigentlich relativ klar, aber da dürfte wahrscheinlich die Gitarre, der Bass irgendwo schon immer ein Teil von dem gewesen sein. Ich habe halt sehr spät angefangen. Also ich spiele seit 2, 2,5 Jahren Bass und habe ein halbes Jahr davor mit Akustikgitarre damals angefangen. Okay. Und ich habe es auch alles sehr autodidaktisch gemacht. Also ich war nie auf der Musikschule, das bin ich jetzt erst seit April. Okay. Also das heißt, ich habe alles immer nach Gehör gemacht, deswegen ist das für mich auch echt was komplett anderes jetzt mittlerweile auf der Musikschule mit den Lehrern, weil das ist ein Riesenunterschied. Und wenn ich mit dem April bin ich dann auch in die Studienvorbereitung gekommen, also bevor ich überhaupt in der Musikschule war. Okay. Das ist für mich wirklich eine Riesenehre. Also es ist wirklich Hammer. Ja, du brauchst auch, glaube ich, keine Prüfung mehr machen, weil jeder war überzeugt davon, du beherrschst dieses Instrument. Ja? Also ich will besser werden. Okay. Das muss ich dazu sagen. Wie geht's denn mit euch dreien jetzt weiter? Wir haben uns im September zusammengefunden, also es ist wirklich noch nicht lange her. Da haben wir dann direkt bei Jugend Jazz mitgemacht, das lief schon super, da haben wir dann auch einen Förderpreis erhalten und jetzt hier beim Köhler-Ausbau auch und wir sind einfach super Freunde. Also Samuele kenne ich eigentlich seit dem Kindergarten und wir haben uns irgendwann jetzt nach 10 Jahren oder so wiedergefunden und den Fabio kennt der Samuele auch seit seiner Kindheit. Okay. Und also wir haben einfach eine super Klimatik, wir treffen uns auch oft so, das funktioniert super. Die Sache halt bei uns, finde ich, das Klima, also zwischen beim Spielen, also die, wie sage ich, die nächsten Parts, die kommen, man weiß halt, wo man dran ist, weil beispielsweise mit ihm habe ich schon quasi mein ganzes Leben lang gespielt. So. Und mit ihm war ich auch schon vorher beim Bundeswettbewerb. Und, ich war Begleitung und er hat Schlagzeug gespielt. Okay. Und da hat er auch
Preis abgesahnt. Beim Bundeswettbewerb Jugendmusiziert. Genau, Bundeswettbewerb okay. Jugendmusiziert. Dann ja, war die Geschichte so, wir brauchten einen Bassisten. Einen Bassisten. Und dann ja, war da aber die Frage so, ja, in unserem Alter, weil halt, wenn man zum Beispiel irgendwo bei einem Wettbewerb mitmacht, fragt man ja immer so nach dem Durchschnittsalter. Ja. Ja. Und dann habe ich ihn, witzigerweise, ja, wo war das? Es war auf dem Abiball. Genau, auf dem Abiball, einfach so wieder gesehen und dann, ey, was spielst du? Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiel Bass. Hey, ich brauch einen Bassisten. Sag mir jetzt nicht, du spielst auch noch Funk. Ja, genau, das spiele ich und ja. Also dieses Berühmte, dass sich dann alles zusammenfügt. Ja, ganz abschließend dann die Frage, nachdem ihr jetzt innerhalb so kurzer Zeit schon zwei bedeutende Preise als Band abgesahnt habt, steht meines Erachtens nach der Weltkarriere nichts mehr im Wege, oder sehe ich falsch? Nicht so voreilig, aber kann kommen, ja? Ja, das Beste, natürlich. Ne? Super, dann bedanke ich mich bei euch dreien und wünsche euch ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Tschüss.